Und zip, willkommen hier zurück bei Sword Art Online Hollow Realization. Wir sind hier im zweiten Großgebiet, sag ich mal, also in der zweiten Zone. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben einen Raid-Boss besiegt, wir haben die erste Gebietskette hinter uns gelassen und sind jetzt in der zweiten. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich jetzt an einer anderen Stelle stehe als am Ende der letzten Folge. Das liegt ganz einfach daran, dass die letzte Aufnahme leider ein bisschen in den Arsch gegangen ist. Aber das ist nicht so schlimm, denn da ist nichts Spannendes passiert. Ja, dementsprechend ja, machen wir jetzt hier einfach weiter. Und ich würde mal sagen, wir durchforsten hier so ein bisschen die Gebiete. Habe ich eigentlich jetzt schon nebenbei Quests erledigt, großartig? Oh, sogar einige Quests habe ich erledigt. Oh, krass. Okay, die muss ich dann abgeben gehen. Ansonsten habt ihr mir was Cooles in die Kommentare geschrieben. Und zwar kann ich meine Mitspieler ausrüsten, indem ich ihnen Ausrüstung zuschicke. Also ich kann ihnen Items, die ich habe, zuschicken, in der Hoffnung, sie benutzen das dann. Ja, das können wir auch einfach gleich mal machen. Achso, habe ich hier das Gebiet schon... Ich weiß gar nicht, hatte ich das aktiviert? Ich glaube schon. Genau, hier hatte ich schon freigeschaltet. Ich hau jetzt mal einfach da vorne so eine Bestie kaputt und dann schauen wir mal. Und dann schauen wir einfach mal, ob ich hier dabei eine Quest erledige. Oh ja, genau. Ich brauche auch genau 5. Boah, scheiße. Im Platz zum Wachsen. Quest beendet. Denn ich brauche dringend ein paar Level-Ups, ihr lieben Leute. Oh, wir haben gerade einen Blutungsschaden auf uns drauf. Krass. Denn, ja, ihr habt gesehen, viele Gegner hier sind hier recht hochlevelig. Deswegen macht es dann doch schon Sinn, hier ein paar Levelpunkte noch zu machen. So, was haben wir da vorne? Ein riesiges Skelett. Ob ich wissen will, wem das mal gehört hat. So, jetzt seht ihr hier schon Level 21. Ob wir das hinkriegen? Ich weiß es nicht. Wir können es ja mal probieren. Wir können uns ja mal einen rauspicken. 5 von diesen Level 20, 21 Biester müssen wir uns jetzt hier vorknöpfen. Obwohl, das funktioniert schon. Ja, nice. Okay, das muss man mal wirklich sagen. Das hat jetzt sehr gut geklappt. Ich darf halt echt nur nicht dann am Ende gegen 2 kämpfen. Vor allem das Schöne ist, wenn die so hoch im Level sind, kriege ich da ordentlich Erfahrungspunkte für. Okay, das gefällt mir jetzt gerade. Erhalt Nutztierkeile am Leben. Okay, irgendwen muss ich hier am Leben halten. Warte, jetzt greifen sie hier zu zweit an. Jetzt, oh Gott, zu dritt sogar. Ach, das sind gar nicht die... Ah, okay, das sind andere kleine Bestien. Das sind gar nicht die richtigen Gegner, die ich hier gerade angreife. Okay, ich habe den falschen Gegner angegriffen. Da vorne ist die wilde Hungbestie. Ja, diese Nutztierkeiler darf ich jetzt hier nicht angreifen. Oh, oh. So, kurz mal heilen. Ja, also greifen wir gemeinsam an. Ist echt immer sehr gut für den Damage Burst.
Da kann man echt guten Damage raushauen. So, Zeit, unsere Skills zu verbünden. Das sieht aus, als würden wir in irgendeinem Anime eine Mega-Ultra-Attacke machen. Oh, langsam, aber hier. So. Okay, ach, ich muss die Bestienjäger besiegen. Hä, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich sollte nicht in den Kampf gehen, ohne vorher zu heilen. So. Und jetzt ziehen wir die erstmal ein bisschen weg hier. Nein, nicht angreifen da. Ach, Jungs. Achso. Ach, die Mobs können sich gar nicht untereinander hauen. Was? Nein, Event. Was? Nein, Event ist gescheitert. Wegen den Typis hier drüben. Ich mache euch alle fertig. Okay, ja, ich hätte die einfach schneller besiegen müssen. Ich habe mir zu viel Zeit gelassen, glaube ich. Na gut, da ist leider jetzt der Struggle real und... Naja. Gut, was machen wir dann als nächstes? Ich glaube, wir sollten nochmal... Ah, zurück zur Stadt und ich glaube, ich kann langsam meine Skills hier beim Rapier weiterentwickeln. Genau, flinker Stich kann ich jetzt lernen. Und Schnellskill, Angriffstempo erhöht. Genau. Angreifer habe ich ja schon überaktiv, kann ich auch noch reinhauen. Skilldauer erhöht, genau. Perfekt. Und als nächstes dann beschleunigen. Okay. Ich würde sagen, ich will mal ganz kurz mal meine neuen Skills ausprobieren. Und zwar hier am Waldpilz. Und... Oh ja, mit dem Schnellskill haue ich nochmal richtig schön DPS raus. Und cool, ich habe jetzt auch direkt nochmal ein paar... Wow, krass, wie viel DPS ich jetzt mache. Aber das Ding hat auch ordentlich Abklingzeit. Ja, sehr gut. Ihr macht alle Level-Ups. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir ins nächste Gebiet. Und danach gehen wir erstmal zurück in die Stadt. Und dann würde ich sagen, verteile ich ein bisschen Ausrüstung, die ich vielleicht noch einstecken habe. Oder ich habe gar nichts mehr einstecken. Auch das kann passieren. Wobei, ach, naja, nee, wir gehen einfach erstmal weiter. So. Denn ich kann super viele Quests abgeben. Ich muss mich ja eh in der Hauptquest weiter vorarbeiten. Um es mal zu zeigen. Nee, das kann man auf der Karte noch nicht sehen, aber auf der. Oder kann man die rauszoomen? Nee. Aber ich komme auch demnächst in das Gebiet, in dem hier meine Story-Quest weitergeht. Bis jetzt ist ja die Story, hey, ein weiteres Gebiet ist für uns frei. Lass uns doch mal reingehen. So, der Regen ist vorbei. Und jetzt sind wir hier. So, da vorne ist so ein Übergang. Der sieht aus, als ob das wieder so ein Tunnel ist. Okay, ich würde sagen, wir schalten mir hier erstmal den Teleportpunkt frei. Freue mich, dass ich aus dem Regen raus bin. Und dann geht es ganz kurz zurück in die Stadt der Anfänge. Quests abgeben, neue Quests aufnehmen. Das ist echt super wichtig, weil ansonsten läuft man stundenlang durch die Gebiete, kämpft vielleicht sogar gegen Monster, aber man kommt in den Quests nicht voran. Weil man die einfach gar nicht macht in der Zeit. So. Plaza Haupttor. Wir gucken mal, was gibt's Neues? Oh ja, richtig viele neue Quests. So, jetzt geben wir erstmal ab. Bekommen Tränke und Koll und ein paar Erfahrungspunkte. Gott, so viel Koll, wie ich hier bekomme. So, alles wieder aufnehmen hier.
Mein Gott, wer denkt sich sowas alles aus? Das ist ja schlimmer als Cookie-Clicker und vor allen Dingen 4 Quests kann ich schon wieder abgeben. So, jetzt möchte ich mal ganz kurz mal gucken, habe ich denn in meinem Inventar noch überhaupt noch anlegbare Gegenstände? Ja, ich habe noch ein paar. Nee, habe ich nicht. Aber noch ein paar Sachen kann ich echt rüber schicken. So, kann ich die jetzt schicken? Und zwar, ich jetzt sage, okay, das Ding hier. Aktion. Sortieren, verwerfen. Nee, hier kann ich nichts machen. Freunde. Ich will jetzt dafür Lisbeth was schicken. So. Ja, aber wie mache ich das jetzt, dass ich denen Zeug zuschicken kann? Muss ich irgendwie zu einem Briefkasten oder sowas? Gibt es hier in der Stadt irgendwo einen Briefkasten? Wisst ihr was? Da schreibt ihr mir einfach mal in die Kommentare. Da muss ich jetzt hier nicht ewig suchen. Aha. Sinon unterhält sich hier mit anderen Spielern. Die alte. Oi, Sinon. Ara, Kirito. Nani ka yo? Ja, tamatama mikaketa kara sa. Sinon wa doko ka ni iku tokoro ka? Chotto leveringu ni demo ikou ka na tte omotte ita tokoro. 一緒に行く?2人の方が効率も良さそうだし。 Ach, wie gut, dass hier in unserer Gruppe dabei ist. Was für ein mega spannender Dialog. Ach, fuck. Okay. こっちはこんなもんかな? シノンの様子は… Okay, sie raged. Geh zugrunde, du Drecksack. うまい体運びだな。トッププレイヤーって言われても全くおかしくないぞ。あの、見られているとすっごく気になるんだけど。あ、ごめん。何か変なところとかあった?いや、すごくいいと思うよ。それにしても随分と集中しているじゃないか。 ストイックだな、シノンは。私以上にストイックな人間がそばにいるんだもの。もしかしたらその人のゲームバカが映っちゃったのかも。それ、俺のことだろ。でも別に責めているわけじゃないの。むしろ感謝しているくらいなんだから。ねえ、初めて SAO で会った時のこと覚えてる?忘れるわけないよ。 なんせ突然シノンが空から落ちてきたんだから。あの時の私は記憶が曖昧になっていて、しばらく状況が理解できなかったのよね。けど、そんな私に親切にしてくれたでしょ。俺だけじゃない。みんなだってシノンを心配して力になってくれていた。もちろん、みんなにも感謝しているわ。でも、あなたは私に あの世界での生き方を教えてくれた。生き方?剣の扱い方から様々なシステムのことまで、いろいろと。そのおかげで、私は SAO でも生き残ることができたんだと思う。あ、うん、思うじゃなくて、絶対にそう。だから感謝してるってこと。 ゲームのことを何も知らない私に教えるのは相当大変だったでしょ?そうでもないさ。シノンはそんな未知の世界でも頑張って吸収しようとしていただろ?嫌だったのよ。何もできずにただそこにいることが。だとしても、教えられる側の努力があったからこそ、俺も最後まで諦めなかったんだと思うんだ。そう言ってもらえると、ちょっと嬉しいかも。 でもそれからは考えつかないくらいシノンは強くなったよな。強い?私が?さっきの戦いもそうだけど、そう真似のできない動きをしてたぜ。
ねえ、じゃあ勝負してみましょうか。勝負？といってもデュエルをしようとかそういうことじゃないわよ。確かこの辺りに討伐クエストがあるはずだから、どっちが先にクエストを終わらせることができるかの勝負。負けた方が相手の言うことを何でも聞く。どう？ふーん、面白そうじゃないか。いいぜ。決まりね。それじゃクエストを受けに行きましょう。ないのね。手加減なんて逆に失礼だろ。ま、これからも精進したまえ、シノン君。ムカつく。冗談はさておき、シノンは本当にすごいって。お世辞なんていらないわよ。本心だよ。シノンの動きを見ていて思ったんだ。単純な武器の扱いだけじゃなく、立ち回りや敵との間合いだったり、いろいろな面でシノンの実力は並じゃないってわかるよ。言い方を変えると立派なゲーム配信？ちょっと、それは褒め言葉としてどうなの？でもそれくらいゲームにかける努力が伝わってくるってことさ。まあいいわ。とにかく強くなっているのならそれでいいの。けどやっぱあんたの強さは異常ね。ゲーム廃人の私でも真っ青だわ。褒めてないよな。どうかしらね。俺の場合シノンに比べればゲーム歴もダイブ歴も長いしな。それだけじゃないと私は思う。というと？ダイブ歴とかセンスだけの問題じゃない。死と隣り合わせの世界に生きた人の本当の強さっていうのかしら。本当の強さか。私が SAO で助けられた時、守るって言ってくれたわよね。ああ、もちろんその言葉は嬉しいし、どこかであんたに期待している自分もいるわ。だけどこのままなのはダメだと思うの。十分強いって、そう言われてもか？私に必要なのはこの程度の強さじゃないの。早く本当の強さを手に入れないと。でももしシノンが限界を感じたら迷わず俺のところに来てほしい。シノンが辛い思いをしているなら俺が絶対に助ける。たとえそれをシノン自身が拒んだとしても。拒んでも守るって約束したからな。ありがとう。今は気持ちだけ受け取っておくわ。それで十分私は戦えるもの。さて、それじゃあ町に戻る前に、約束通り勝負に負けたから何でも言うことを聞いてあげる。ああ、そっか。何でもか。何でも。じゃあ前に買い物の途中でシリカが着ると似合いそうって言ってたゴスロリお姫様ドレスをシノンが着るっていうのは？え？あの服？ダメよ絶対。あれはシリカだから似合うんだから。何でも言うことを聞くんじゃなかったのか？だってあんなフリフリの服を私が本当に？冗談だよ。冗談ってあんたね。じゃあ俺が勝った記念にカフェで一杯おごらせてくれ。シノンが俺におとなしくおごられるっていうのでどうだ？あんたはいつもそうやって。分かったわ、おごられてあげる。さ、行きましょう。あ、na Heidewitzka. Da denkt man, hey, ich spreche die einfach mal an und dann ist gleich wieder, naja, aber immerhin haben wir jetzt, ohne etwas dafür zu tun, einen Kampf gegen Sinon gewonnen und
können uns jetzt im Café mit ihr unterhalten. Ich glaube, das gehört so ein bisschen weg, ein bisschen mit zu diesem Sozialsystem, bei dem man dann ja auch die Leute zu Bettgeflüsterrunden einladen kann. Hohohoho. So, wir müssen jetzt als nächstes in dieses Gebiet kommen, in die Time Valley Mündung. Denn dort geht unsere Hauptquest weiter. Ansonsten seht ihr, hier haben wir ganz schön einen Weg vor uns. Ich denke mal, hier wird dann so, genau, die Regenfallgrotte ist dann sozusagen das nächste Bossgebiet. Ich würde sagen, wir gehen wieder hier in dieses Gebiet, in dieses irgendwie, ja, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Das werden wir jetzt gleich sehen, wenn es wieder fett auf dem Bildschirm steht. Irgendwas mit Quelle oder Quell. Genau. Stragazit-Quell. So, und ja, gucken, was jetzt hier so am Start ist. Ich muss sagen, hier gefällt mir gerade die Grafik des Spiels sehr schön, weil das so ein bisschen unterschiedlichere Farben sind. Unsere rote Rüstung, der Lichteinfall, das passt hier gerade sehr, sehr gut. Ja, das wertet uns auch gleich mal direkt ein bisschen auf. Und was haben wir da hinten für Gegner? Wir haben hier wieder blöde Pflanzen am Start und wir haben hier diese komischen roten Blumen, die total creepy crazy aussehen. Kennt ihr das? Creepy crazy. So, erstmal einen Pflanzenast hier mitgenommen. Ach, ist eine gemeine Venusfliegenfalle. Die muss ich bestimmt töten. Warte mal. Hi, gemeine Venusfliegenfalle. Oh, ich bin Level 16 geworden, sehe ich gerade. Yep, 6 Stück muss ich davon besiegen. Und Mega-Angriff. Bamsen. Oh, nochmal. Bamsen. Ja, diese Skills lohnen sich halt erst, wenn der Schadensmultiplikator halt ordentlich hoch ist. Ah, dieses hier so flüchtiger Dorn, die muss ich doch gar nicht so oft töten. Nö, die flüchtigen Dorne bringen mir nicht ganz so viel. Ich brauche halt diese Venus-Fliegenfalle. Gut, die ist jetzt aber auch nicht mega wichtig. Da können wir auch noch später ein bisschen auf die Jagd gehen. Was ist das denn? Aha. Schädliche Geißel. Das sieht schon echt gruselig aus. Das sieht eher aus, als ob das Ding aus Resident Evil stammen würde. Davon muss ich 10 Stück besiegen. Heimtückische Haut. Eine große grüne Schildkröte. Okay, die nimmt einen echt ganz schön mit. Aber immerhin haben wir sie auch besiegt. Übrigens, hier haben wir so einen giftigen See, wenn man hier einen Fuß reintut. Guck mal, bumm, ist man sofort vergiftet. Das ist ja das, was wir hier auch schon was wir hier auch gesehen haben, als wir in das Gebiet reinkamen. Denn dieses, oh mein Gott, hier sind Sümpfe und Sümpfe sind doch giftig. Ja, also sind wirklich giftig. Also wenn man hier drin kämpfen muss, dann kriegt man halt ein Gift dort und verliert halt die ganze Zeit kontinuierlich Lebenspunkte. So, da vorne ist eine blaue Truhe. Ich bin ja mal gespannt, ob ich mir die cachen kann oder ob ich da jetzt nicht rankomme. Aha, ich glaube da vorne bei den ganzen Pflanzen. Na gut, sind halt diese gemeinen Venus-Fliegenfallen, die gar nicht mal so unpraktisch sind, weil die brauchen wir ja auch noch. So.
denke mal, wir müssen hier diesen tödlichen Dorn besiegen. Ah, der wirklich tödlich ist. Kurz aufgelevelt. Wow, ich bin geheilt. So. Aus dem Damage-Gebiet raus. Aha. Es hat nicht gereicht. Igitt, 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 du bist so hässlich. So, jetzt glaube ich noch die beiden, dann haben wir es. Ja, heilt, heilt euch, euch mal. So, alle auf einen Gegner. Oh, wie schnell wir die hier runternehmen. Oh, jetzt bist du noch am Start. Aha, guck mal da hinten. Da ist doch noch ein jemand. So, ach guck mal, und dann haben wir hier auch direkt noch eine Quest beendet. Und einen EP-Trank bekommen. Die sollte ich aber wirklich mal aktivieren, um schneller aufzuleveln. So. Ich würde sagen, ihr lieben Leute, wir machen hier ein kurzes Päuschen, sehen und hören uns wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage bis dahin, gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.